Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sebastian ist da in der dunklen Ecke auf meinem Trecker, wahrscheinlich jetzt kaum zu sehen. Aber auf jeden Fall wird heute mal ein bisschen anderes Video. Und zwar übergebe ich heute die Kamera an Sebastian, weil sein Trecker ja momentan außer Gefecht ist. Er aber jetzt gerne die Kisten beiseite haben will, weil das da alles im Weg rumsteht. Nimmt er jetzt meinen Trecker mit und damit stapelt er jetzt die Kisten und macht da so ein bisschen und tut da so ein bisschen. Und da habe ich gesagt, was war's? Hast Bock, die Jungs mal mitzunehmen? Und er sagt, ja klar, nehme ich die mit. Und deswegen würde ich sagen, übergebe ich heute die Kamera mal an Sebastian. Da macht er euch dann ein schönes Video draus. Oder andersrum, er filmt und ich mache euch dann ein schönes Video draus. Ja, das musst du machen, das kann ich nicht. Und Licht läuft schon. Und der Trecker läuft auf. Ja, man merkt, es wird kälter. Und die Batterie ist echt schon alt. Die wird wohl demnächst auch mal den Geist aufgeben, denke ich. Ja, heute ist richtiges, räudiges Wetter. Total nass, kalt. Ich muss jetzt gleich noch woanders hin, habe jetzt leider einen Termin. Deswegen kann ich jetzt heute leider Sebastian nicht begleiten. Auch wenn ich es echt gerne wollen würde. Aber zumindest kriegt er meinen Trecker jetzt. Und dann kann er damit ein bisschen rumspielen. Siehst du wohl, Beleuchtung funktioniert. Mal kurz gucken. Mach mal Licht an. Jawohl. Vorschriftsmäßig. Ja, läuft alles an dem Schlepper. Richtig trüffig, wa? Richtig trüffig. Ja, außer dir das. Da muss ich nochmal nachrüsten. Aber du hast ja die Feder, das kann ich mir ja schön. Da haben wir auch ganz viele, vielen Dank nochmal an euch, ganz viele Zuschauer. Ach, hier Bilder die beiden bekommen. Stifte und dann mit der, ja, genau. Genau, dass die Tür aufbleibt, ne? Ja, genau. Weil die klappt jetzt immer zu. Genau. Gut. Dann übergebe ich jetzt an Sebastian. Viel Spaß bei dem Video wünsche ich euch und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Moin. Ja, feiner Zug auf jeden Fall, dass ich heute den Schlepper mal leihweise bekomme. Freut mich natürlich auch immer, da mal ein bisschen Servo zu haben und sowas alles. Hat man ja alles nicht. Und ja, Enno hat mir den jetzt zur Verfügung gestellt. Habt ihr in dem letzten Video gesehen, auch mal eingeblendet. Weil ja meiner mit der Sperre das Problem hat und da sind wir aktuell noch bei, quasi in der Zeitblase jetzt dieser ganzen Geschichten. Und ja, jetzt mache ich Hubgerüst dran. Ich habe heute auch gar nicht so viel vor. Es ist nur so, dass ich jetzt hier quasi bei meinen Eltern hinten auf dem Land die Holzecke habe, wo das Holz zu trocknen steht. Und diese Ecke, die werde ich jetzt ein bisschen sauber machen und habe jetzt schon die alten Kisten weg. Und dann muss von da hinten quasi das relativ frisch gespaltene Holz dann hier wieder her. Ja, ist immer alles ein bisschen schwierig, wenn du natürlich berufstätig bist, das alles unter einen Hut zu kriegen. Logisch, man ist viel unterwegs. Aber hier hinten steht das auf dem Land ganz gut zum Trocknen. Hier ist immer schön Wind und so weiter. Wird jetzt... Da hat da vor 3 Jahren stehen abgedeckt, da vor 2 Jahren. Da bin ich noch dabei, ein bisschen LKW-Plane zu suchen und sowas, dass ich mir da vernünftig auch eine Abdeckung quasi für baue. Ja, und jetzt müssen halt nochmal 6 Kisten hierher. Eine steht ja schon hier, die habe ich dann nach dem Ausfall mit dem 533, wo ich dann nicht mehr lenken konnte, hier stehen gelassen. Wie gesagt, das muss halt hier auf dem Land passiert sein. Und ich bin froh, dass ich das heute dann endlich mal alles unter Dach und Fach bekomme, sodass ich ja, da jetzt auch dann die Waldsaison starten kann, wenn es denn soweit ist, in ein paar, 2 Wochen vielleicht. Ja, 2 Wochen, wenn alles gut geht. Und dann ist auf jeden Fall Jahresschluss. Ja, heute werden wir das jetzt erstmal wegstapeln und dementsprechend hier ein bisschen klar Schiff machen muss auch sein. Zu Hause muss immer schön sauber sein, das ist wichtig, weil sonst fühlt man sich unwohl. Und dann ja, nehme ich euch da ein bisschen mit. Ist halt nichts Besonderes, aber mein Gott, mal einen Tag mit Schwedders unterwegs, alles gut. Mr. Motovlogs, Mr.-Motovlogs hier unten könnt ihr auch bei Instagram abonnieren und Schwedders
Ist auch bei Instagram und ja, wir sind immer total happy, wenn wir auf dieser Plattform kommunizieren können. Es ist manchmal ein bisschen viel, muss man ganz ehrlich sagen, aber so wie man das schafft, das ist nichts Persönliches, wenn man das mal nicht schaffen sollte, aber so wie wir das schaffen, antworten wir auch und quatschen gerne und so weiter. Ich habe mega viel Hilfe bekommen, mega viel technische Zeichnungen, Ersatzteilkataloge und so weiter und so fort. Das will man natürlich auch gerne wieder weitergeben, ne? Das ist auf jeden Fall eine coole Plattform, um da halt auch zu kommunizieren. Genau, coole Plattform, natürlich auch noch, nicht mehr mein Favorite, Facebook, aber die Gruppe KSIH, IHC, Thorsten Rittemeier, da auf jeden Fall auch, wenn man Fragen hat, kann man schön diskutieren. Natürlich immer konstruktiv, das ist eine Bitte. Viele, viele Beiträge, die man liest, sind nicht so konstruktiv geschrieben. Aber also jetzt plattformübergreifend natürlich, insgesamt mit hier. Es geht einfach immer nur darum, hier, ich habe die dickeren Eier und die dickeren Räder und so weiter. Da geht es nicht immer drum, sondern es geht einfach nur um das verbindende Hobby, was wir haben. Und das ist in diesem Fall ein roter Trecker. Und das ist egal, ob ich einen Zweizylinder habe oder einen Sechszylinder habe, sondern die sind alle irgendwie, ja, meistens aus Neuss. Und ja, das sollte halt die Verbindung sein, die man hat. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, von mir aus, ein Zweizylinder ist für mich genauso geil. Genauso geil, es fängt beim 12er an oder bei den alten Dates und so weiter, ist genauso geil wie ein Sechszylinder. Ist so, weil der hat seinen eigenen Charme. Ne? Der kann vielleicht auch schon Hydraulik haben. Ja, der hat nicht viel, aber kann nicht viel heben. Aber der hat eine Hydraulik, der hat eine Zapfwelle, der hat unter Umständen einen Mähbalken dran, der da über geile, sag ich mal, ja, geile Antriebe verfügt über die Zapfwelle und so weiter. Das sind schon coole Schlepper und natürlich dann hoch bis hin zum 1455 natürlich, ja, dann ist nun mal das Zugpferd oder das Größte, was man da haben kann, auch geil, klar. Aber ja, der normale Nebenerwerbswilli, wie das so schön heißt, der hat da echt keine Aktien drin. Das ist allerdings geklaut jetzt, das Zitat von Dietmar Wischmeier. Der normale Nebenerwerbswilli hat keine Aktien in den 1455. Das sind Leute, die haben da wirklich riesen Hallen und so weiter und so fort. Und ja, leben auch das Hobby, wie gesagt. Und deswegen am Ende des Tages bitte diese Farbe. Ne? Alleine Enno stellt mir den heute zur Verfügung, einfach so, weil uns ja auch, sag ich mal, unheimlich viel verbindet, was das alles angeht. Ja, man macht das immer alles jahrelang zusammen und so weiter. Und ja, da gibt es blindes Vertrauen. An dieser Stelle bedanke ich mich für das Vertrauen. Und genau, jetzt habe ich genug gelabert. Ich verfall schon wieder in irgendwelchen Quatschereien, Quatschtiraden da. Jetzt werden wir erstmal hier anhaken und dann ein bisschen was in sich kriegen.
5 von 6 Kisten habe ich jetzt hier hinten. Ja, klar, nehme ich euch nicht die ganze Zeit mit, das ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen, bei Enno ist ja nur keine Raketenphysik. Oh, das Bild weg. Akkuwechsel. Es sind kalte Temperaturen. Käfer weiß nicht gerade, was er gerade alles wieder aufgenommen hat oder nicht. Ja, auf jeden Fall Neustart. Enno, du kennst dich aus Würfel schneiden, das tut mir leid. Ich hab da ja noch nicht so viel Ahnung von, das weiß. Auf jeden Fall, habe ich jetzt 5 von 6 Kisten da. Mir gefällt immer noch unheimlich gut das Buchgerüst jedes Jahr wieder. Bin ich aufs Neue begeistert, aber das lässt sich total fein dosieren. Ich weiß gar nicht, was das für mal war. Ich glaube Silo-Schneider. Oder? Ich weiß gar nicht. Enno, sag mal Bescheid. Werd mal ein, was das war. Ich glaube Silo-Schneider, ne? Und ja, lässt sich total super dosieren. Was natürlich mega geil ist, heute mal mit dem Luxus hydraulische Lenkung, das bin ich natürlich auch nicht gewohnt. Ich bin einfach immer begeistert von den 33er Serien oder generell, dann habe ich ja nur die Erfahrung jetzt, klar, aber ich bin immer noch begeistert, wie ruhig die immer fahren und so weiter und so fort. Du kannst halt mehrere Stunden drauf sitzen und bist nicht genervt, sag ich mal, ne? Weil der halt ja, super ruhig läuft hier. Ne? Genau, jetzt werden wir uns die letzte Kiste da mal schnappen und ja, da sage ich noch ein paar Abschlussworte.
So, das war's dann auch für diesen kleinen Exkurs, für dieses kleine Mitschnipsel, Mitnehmen-Video, Quick and Dirty. Ja, ich bin froh, dass ich diese Kisten da jetzt endlich weg habe. Die standen da vorne auf dem Land und die Pferde, die fangen dann halt immer da rum zu knibbeln und machen die auch gerne mal spielmäßig leer. Jetzt kommen sie nicht mehr ran. Hugo ist wieder bei Enno, Trecker wieder in der Garage, da wo er hingehört, schönes Trockene. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, Enno, dass das so super geklappt hat. Ja, hat jetzt zweieinhalb Stunden gedauert. Ich hoffe, das Zugucken hat Spaß gemacht, das Mitnehmen, Quick and Dirty. Bitte abonniert Ennos Kanal, die Glocke betätigen, sodass ihr immer eine Nachricht bekommt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Mittwochs und Samstags sind seine Zeiten, die festen Zeiten, wo er Videos hochlädt. Über 50% derjenigen, die die Videos schauen, sind keine Abonnenten. Deswegen einfach auf Abonnieren klicken, tut nicht weh, das kostet euch nichts. Und supportet aber Enno dann bei der Geschichte der YouTube, dass wir auch viele, viele weitere Jahre diese Videos genießen können. Macht es erstmal gut. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst im Wald und ja, bis dahin bleibt gesund in den Zeiten und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was auch dick geworden.